Und damit begrüße ich euch ganz herzlich zu einem neuen Projekt hier auf meinem Kanal Super Mario Party, der 11. Ableger der bekannten und beliebten Mario Party Reihe, erschien am 5.10.2018, also gestern, für die Nintendo Switch. Ich habe sie erst heute geliefert bekommen, obwohl ich sie längere Zeit vorbestellt habe und mir zugesichert wurde, dass sie eben ordnungsgemäß am Erscheinungstag geliefert werden kann, ist nicht passiert, aber sei es drum. Ist, denke ich, jetzt kein Weltuntergang. Die gesamte Mario Party wird gespielt mit einem einzigen Joy-Con pro Spieler, was für mich eine Herausforderung ist, da das nicht so praktisch für mich ist. Deswegen habe ich jetzt einfach mal beide in den Joy-Con-Grip reingesteckt, weil ich einfach glaube, dass das für mich praktikabler ist und komfortabler. Ich hoffe, das klappt so, wie ich mir das vorgestellt habe. Das Spiel wurde wieder entwickelt von NDCube, wie auch der 9. und der 10. Ableger, beziehungsweise die Spiele ab der 9. Mario Party. Das Entwicklerstudio ist nicht ganz, ich sag mal, unumstritten, weil viele Spieler NDCube vorgeworfen haben, die Reihe ruiniert zu haben, da doch vieles geändert wurde. Zum Beispiel liefen die Charaktere nicht mehr einzeln über das Spielfeld, sondern saßen immer in einem Gefährt, sage ich jetzt mal ganz allgemein. Das ist in dieser Mario Party wieder anders, denn man will hier wieder zu den Wurzeln zurückkehren. Man sammelt wieder goldene Sterne, oder gelbe Sterne halt, statt kleineren Sternen, wie es auch in den älteren Ablegern war. Aber ich würde sagen, wir starten einfach mal. Wir haben eine Switch-Konsole, eine zweite kann ich mir nicht leisten. Und ich bin lonely. So, starten wir gleich. Ich bin schon aufgeregt und freue mich schon total, muss ich gestehen. Mario und Co. wollen herausfinden, wer der ultimative Superstar ist. Aber was bedeutet das und wie soll man das entscheiden? Aha! Mario hat offenbar eine Idee, wie man den Superstar ermitteln könnte. Den anderen gefällt sein Vorschlag ganz offensichtlich. Und sie scheinen ganz heiß darauf zu sein, ihn in die Tat umzusetzen. Gut so. Jedes Mal, wenn ihr rausfindet, wer der wahre Superstar ist. Das Organisationsteam für die Wettbewerbe besteht aus alten Bekannten, meiner Freundin Toadette und mir selber. Also dann legen wir los! Hast du da nicht etwas vergessen? Es könnte auch jemand von uns zum Superstar werden. Stimmt's, Leute? Und wir sehen auch Bowser und seine Truppe ist da und die wollen wohl auch mitspielen. Und überhaupt, diesem Organisationsteam traue ich nicht über den Weg. Kamek! Du machst auch beim Organisationsteam mit und lass dich von anderen nicht unterbuttern. Jawohl! Aber erwartet nicht, dass ich euch Vorteile gewähre, verehrter Bowser. Okay. Sehr schön, mit Kameks Hilfe sollten die Vorbereitungen noch schneller abgeschlossen sein. Ah ja. Diesmal wird auch Bowser als regulärer Charakter spielbar sein. So Leute, jetzt sind wir startklar. Die Schleife noch zurechtrücken, ganz klar, muss ich auch noch machen. Warte nur ab, was wir in petto haben. Da bin ich auch schon gespannt. Die Tore öffnen sich. Ah, ich freue mich schon total. Ihr auch? Ich hoffe doch. Das ist unser neuer Spielplatz. Ja, ein Applaus, auf jeden Fall. Ja, startfrei für die Spiele und die Titel des wahren Superstars. Ach, schön. Super Mario Party. So, ich soll Tasten drücken. Wie spannend. Machen wir das doch mal. Hier. Hallo? Ach, Quatsch, das sind ja... Hier, so. Ich bin auch ein Genie. Ich kann jetzt gar nicht die Tasten drücken, weil... Okay. Ja, ich sehe schon, mein Joy-Con-Grip-Konzept geht, glaube ich, nicht so auf. Ich kann mir gut vorstellen, dass man SL und SR im Verlauf des Spiels noch öfters brauchen wird. Aber die sind ja jetzt verdeckt. Ah, das sind ja gar nicht die Schultertasten, das sind ja eigene. Okay, ihr Lieben, dann muss ich schnell umsatteln. So, ihr Lieben, ich habe umgebaut und spiele jetzt doch so, wie Nintendo mich, ja, zwingt. Einfach mit einem Joy-Con. Gut, dann starten wir das wilde Partyspiel endlich mal. Okay, ich darf gleich einen Charakter wählen. Wir sehen, es sind immerhin 4 noch nicht freigeschaltet.
das werden wir im Verlauf unserer Partytour auf jeden Fall noch tun. Wen nehme ich denn mal? Hier haben wir die Anhänger von Bowser und hier halt altbekannte Gesichter. Wie gesagt, Bowser und Goomba sind zum allerersten Mal in einer Mario Party dabei. Beziehungsweise Bowser war ja in Mario Party 10 schon in diesem besonderen Bowser-Modus als Gegner, also nicht als Gegner, halt spielbar. Aber halt nicht auf dieselbe Art und Weise, sage ich jetzt einfach mal, wie die anderen Charaktere. Er war halt was Besonderes. Und jetzt ist er endlich ein normal sterblicher Charakter geworden. Was nehmen wir denn da mal? Ach, noch ganz wichtig. Zum ersten Mal in einer Mario Party haben auch alle Charaktere einen eigenen individuellen Würfel, den sie auswählen können. Was nehmen wir denn da mal? Ach Kind, soll ich meinen Buhu nehmen? Ja, komm, das machen wir mal. Wir öffnen mit Buhu. Und bestätigen einfach mal. Nichts ahnend. Wer weiß, dass wir da gerade unterzeichnet haben. Ah, also, ich darf mich schon bewegen. Willkommen, hier ist der Eingang zur Partyblase. Mit wem möchtest du eine Party feiern? Genau, das ist auch neu. Beziehungsweise diese gesamte Plaza, die ihr da seht, auch die ist neu. Das ist halt jetzt ja so eine Overworld, wie in Splatoon, wo wir halt in die einzelnen Abschnitte des Spiels rein können, die einzelnen Modi. Finde ich auch sehr cool, dass hinzugefügt wurde. Es passt einfach und verbreitet nochmal so eine ganz andere, schönere Stimmung. So, wir dürfen normal stark und sehr stark auswählen. Oder anders ausgedrückt in Mario Party-Sprache kann man das Betrugslevel einstellen. Das ist so, ja, Raubüberfall, Steuerhinterziehung, illegale Störung der weltweiten Wirtschaftsordnung, so ungefähr. Kann man sich das vorstellen? Der kann aber auch mit dem Toad hier selber eine Gruppe zusammenstellen. Das machen wir auch mal, weil ich will die Charaktere eigentlich nicht haben. Genau, da dürfte ich meinen eigenen nochmal wechseln. Und hier darf ich frei komplett die Gegner mir aussuchen und die Schwierigkeit. Nehmen wir doch mal, was ist denn noch interessant? Monty Maulwurf hätte ich gern dabei. Machen wir auf normal, würde ich erstmal sagen. Ja, die sind alle normal. Gut. Ist ja unser erstes Mal hier im Spiel, von daher. Weil Shy Guy kann eigentlich bleiben. Ich bin ein bisschen gespannt. Nehmen wir noch einen aus der Mario-Truppe mit dazu, weil sonst wäre das ja so Bowser-lastig. Ist es jetzt ohnehin schon. Aber komm, für die Quoten. Dann nehmen wir doch mal Peach, bisschen Frauenpower noch dazu. So. Alle normal. Gut, dann kann es losgehen. Warum genau diese Profile hinzugefügt wurden für ganz eilige Spieler? Na gut, aber ob man da jetzt so viel Zeit spart und verstehe ich nicht ganz, aber gut, wer es braucht. Eine nette Geste beim Wettkampf ist übrigens mit den anderen abzuklatschen. Oh Gott, die Scheiße. Ups. Am schönsten ist es, wenn alle das Timing genau treffen. Wie wäre es mit einem Versuch? Fertig. Yeah. Ah, ich soll. Was soll ich machen? Fertig? Yeah. So? Ach so, ich soll. Okay, verstehe. So, okay, ich musste gerade bewegen. Yeah! Ich konnte nur. Ja. Ich sehe schon, ich habe den falschen Joy-Con genommen. Na, das bringt die Wettkämpfer doch einander näher, nicht wahr? Oh je, sind wir jetzt bei Parship oder was? Und nun viel Spaß bei der Party. Bis dann. Oh. Um die Partygruppe zu ändern, einfach wieder bei mir vorbeischauen, ja? Falls uns die Leute hier zu doof werden. Tschüss, dann diesmal wirklich. Gut. Oh, Buhu. Diese Party ist so groß, dass ich hier etwas für dich zur besseren Orientierung habe. Ein Gerät, das richtig was hermacht. Oho, ein Cockpit? Eben besser? Das Toad-Tablet. Ich hoffe, es hilft dir. Wird sich zeigen. Okay, das kann ich mit der oberen Taste aktivieren. Mitteilungen. Du kannst jetzt das Toad-Tablet verwenden. Darauf findest du unter anderem eine praktische Karte. Schließe das Toad-Tablet, um zur Party-Plaza zurückzukehren. Okay, hier bekommen wir die Modi angezeigt und wo die sind. Okay, nett. Dann haben wir auch noch Party-Infos. Da dürfen wir uns wohl Regeln anzeigen lassen oder so. Und Juwelen. Nennt mich einen Verschwörungstheoretiker. Ich weiß es echt nicht. Ist es wirklich nur eine Mutmaßung? Aber ich glaube, man bekommt jeweils ein Juwel, wenn man ein Brett zum ersten Mal abgeschlossen hat in einer normalen Party. Ist jetzt einfach mal meine Vermutung, wie gesagt, nur. Schließen auch mit hoch wieder. Okay.
Alles klärchen, jetzt dürfen wir auch schon freischalten im Wald und die Folgen uns deppen. Na gut, okay. Und wir gehen auch in die normale Mario Party als erstes, würde ich sagen. Doch, doch. Das machen wir. Wir spielen alles hier im Video-Let's Play durch. Es wird aber auch definitiv Streams zu dem Game hier geben. Keine Sorge. Die Mario Party, wie wir sie kennen und lieben, jetzt noch mehr, wie wir sie lieben. Ein Brettspiel, das mit Würfeln gespielt wird. Es gewinnt, wer am Ende die meisten Sterne hat. Willkommen bei Mario Party. Wusste ich doch, dass es sich hierher verschlägt. Hm. Viel Glück. Oh. Der Ton hat mit seinen O's irgendwie so ein bisschen. Drücke Minus oder Plus auf dem Joy-Con, wenn du den Modus wieder verlassen möchtest. Ah, okay, interessant. Danke für den Tipp. Mario Party. Wump Domino-Ruine. Bist du den Gefahren gewachsen, die dich auf dem Faden der Domino-Ruine erwarten? Genau, da sehen wir die verschiedenen Bretter Riesenobstparadies. Oh, das sieht auch toll aus. Kennt man auch schon aus den Trailern und Videos. Ich dachte eigentlich, das wäre... Ich wusste gar nicht, dass es ein normales Mario Party Brett ist. Ich dachte, das wäre in so einem Bonus-Modus. Also nicht, was heißt Bonus, in so einem anderen Modus. Aber okay, nee, es ist eine normale Mario Party. Das hier sieht aus nach... Guck mal, das könnten Lichter, Wolkenkratzer sein, irgendwie sowas, vielleicht so Bowser City oder so. Ist aber noch nicht freigeschaltet. Gut, dann würde ich sagen, beginnen wir auch mit dem ersten Brett, und zwar den Wump Domino Ruinen. Oh, ich freue mich schon total. Rein da. Oh, ups. Mist. Oh, das ist so schlimm. Hier, jetzt. Gut. Mit dem Joy-Con ist es einfach ein Unfall. So, wir dürfen aussuchen, wie viele Runden wir spielen möchten. Ja komm, wir spielen gleich mal 100. Nein. 10 Runden, 60 Minuten und somit 2 Parts pro Brett. Ist ein Ticken zu wenig. Ich würde gerne irgendwie 12 spielen oder so, weil ich darf ich nicht. Wir spielen 15 Runden, würde ich sagen. Also 3 Parts pro Brett. Das fände ich eigentlich am besten, weil bei Mario Party brauchst du wirklich ein bisschen Zeit. Oder musst du dem Spielgeschehen wirklich ein bisschen Zeit geben, sich zu entwickeln. Und von daher... Doch, doch. 15 Runden mit einer insgesamten Spieldauer von 90 Minuten. Doch. Das finde ich eigentlich ganz gut. Weil 10 Runden ist ein Ticken wenig. Und ich freue mich schon so. Das wird so schön werden. Ich bin so gehypt. Und es sieht nett aus. Aber auch gefährlich. Oh, aber es sieht echt toll aus. Echt. Die Wump-Domino-Ruinen. Hallo, willkommen bei diesem formidablen Abenteuer. Bist zum ersten Mal hier, oder? Ja, wir lassen uns die Regeln mal erklären. Dies ist eine geheimnisumwitterte uralte Ruine. Welchem Zweck sie wohl gedient haben mag. Haarsträubende Fallen. Und dazu riesige Wumms, die den Weg versperren. Hier kommt keiner vorbei, ohne jede Ausnahme. Außer, ich bekomme mir eine oder andere Münze zugesteckt. Ah, wissen wir das auch. Oh je, die Schrecken enden hier ja wirklich nie. Das Ganze scheint also wirklich kein Kinderspiel zu sein. Aber ist doch ab Null freigegeben. Hm, schade. Wie sieht das mit den Regeln aus? Die Regeln durchgehen. Ja, beim ersten Mal einmal. Würfel und zieh die entsprechende Zahl an Feldern. Na gut, also die erklären wohl die absoluten Basics. Ich dachte, wir bekommen hier auch die Super Mario Party spezifischen Sachen nochmal gesagt. Das kommt bestimmt noch. Lande auf besonderen Feldern, um Münzen zu sammeln. Aber nimm dich in Acht vor roten Feldern. Denn die ziehen einem Münzen ab. Für jedes gewonnene Minispiel erhältst du eine ganze Menge Münzen. Münzen allein sind ja auch nur das Mittel zum Zweck. Um zu gewinnen, brauchst du etwas anderes. Und zwar... Oh, schöne, glitzernde Sterne. Wer davon am Ende die meisten hat, gewinnt die Partie. Selbst 100 Münzen würden dir nur wenig helfen, wenn du nur einen Stern hast. Sehr schön, wieder so. Na, 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 na. Nicht Münzen, sondern Sterne. Sehr geil. Es ist eben wie beim bekannten Sprichwort. Sterne regieren die Welt. Sicher tot. Okay, wenn du meinst. Gut, dann benötigen wir jetzt die Reihenfolge der Spieler. Bitte würfeln. Auch das kennt man um die Zugreihenfolge wird immer gewürfelt. Ich bin mal gespannt, wie ich jetzt würfeln muss. Achso, natürlich. Indem ich per Bewegungssteuerung die Würfel anstupse. Okay, die waren scheiße. Ich werde wahrscheinlich noch scheißiger sein. Warte mal, mach ich das so? Jawolski, sehr schön, würde ich doch mal behaupten. Uhu, fängt an. Den zweiten Zug macht Peach. Shy Guy ist als drittes dran.
Und der Depp Monty Maulwurf, der war am schlechtesten und schließt die Wunde. Als Startkapital bekommt jeder 5 Münzen geschenkt. Naja, waren sie aber genauso richtig hier. Stern ist der Schlüssel zum Erfolg. So viel ist ja klar. Wo also findet sich so ein Stern? Das würde ich auch gerne wissen. Aha. Bei Toad Deadpool. Hier, ein schöner glänzender Stern. Sammle genügend Münzen und komm dann zu diesem Feld. Das ist wohl die meisten Sterne sichern wird. Oh Gott, meine Stimme versagt langsam bei dem ganzen Tod geschwafelt. Das geht echt auf die Stimmbänder. Ui, das wird spannend. Dann mal los. Wenn ich irgendwann nichts mehr sage, dann wisst ihr warum. Meine Stimmbänder sind kaputt gegangen. Uhu ist am Zug. Sehr schön. Genau, hier habe ich den normalen Würfel oder meinen Buhu-Spezialwürfel. Genau. Der normale Würfel geht halt von 1 bis 6, wie man das halt so kennt aus dem Real Life. Der Buhu-Würfel hat 5, 5, 7, 7, aber dafür auch zwei Seiten, die mit zwei Münzen abzocken. Diese Charakterwürfel sind wirklich in der Regel ziemlich roulette-mäßig. Entweder bekommt man sehr viel oder muss aber auch viel geben. Ich würde sagen, das machen wir jetzt am Anfang. Hilfe? Am Anfang nicht. Habe ich das jetzt ausgelöst? Upsi. Zeit für einen Toad-Tipp, um dir bei der Orientierung in der Ruine zu helfen. Um fleißig Münzen zu sammeln, begib dich auf die blaue Route. Wenn du einige Münzen beisammen hast, schlag die rote Route ein, um an Sterne zu kommen. Ach, das ist ja interessant. Okay, nein, zurück will ich. Ach so, darf ich dann selber aussuchen, wo ich lang möchte? Das ist interessant. Den will ich haben. Nein, hallo? Das ist so schlimm. Joy-Con und ich glaube, wir werden keine Freunde. Achso, darf ich jetzt einfach schon anfangen? Oder wie darf ich denn den Würfel auswählen? Ah, mit oben. Verstehe. Gut. So, schütteln und... Na, 4 haben wir. Okay. Oh, gleich ein besonderes Ereignis. Oh, oh. Eine Wumpwanderung. Okay. Kann vorteilhaft, aber auch schlecht sein. So, sie nimmt gleich ihren und würfelt in 2. Na gut. Okay, so weit, so gut. Sie muss gleich blechen. Ach, wie geil. Ah, schön. Shy Guy ist dran. Auch der entscheidet sich für den normalen, wie ich. Wir müssen 17 Felder bis zum ersten Stern gehen. Das ist geil. Hier ist einfach umwirft. Okay, man darf aussuchen, welche Richtung man geht an bestimmten Stellen, an solchen Gabelungen eben. Okay. Monty Maulwurf ist dran. Zu guter Letzt. Na? Was? Ein 6. Ja klar, ist klar. Der hat am Anfang gleich so versagt bei der Zugreihenfolge, dann bekommt es in der ersten Runde gleich zurück. Und natürlich ein Item. Ein Glückszahlwürfel. Lege deinen Wurf einfach fest. Was? What? What the heck? Okay. Also der gönnt sich gleich mal richtig. Ich glaube, ich habe in der ersten Runde schon einen Verdacht, wer hier der Pushed-Charakter ist, der von der CPU gepusht wird. 4 Spiele, Minispiel. Total Banane. Muss ich Angst haben? Ja oder ja? Aufgabe, Podest in der Mitte erreichen. Wenn du den Schalen beim besten Willen nicht aus dem Weg gehen kannst, renn einfach drauf los, auch wenn du mal dabei hinfällst. Bewegen einfach mit... Okay, Steuerung einfach bewegen mit dem Stick. Und es gibt wohl ein Ziel. Achso, das ist gleich schon... Ach, ist das... Achso, nein, das ist die Übung. Ich bin gerade schon erschrocken. Geht das sofort los? Nee, das kann ja nicht sein. Okay, das finde ich cool, dass man sofort gleich eine interaktive Übung in der Erklärung mit drin hat. Das ist cool. Okay, und ich muss selber gucken, in welche Richtung es geht. Anhand der Punktzahl halt. Muss manchmal über Bananen drüber, sollte es aber schon vermeiden. Ah, es geht nach da. Okay. Ah, ich verstehe. Monu, irgendwo nach unten, okay. Ja, gut. Ja, fangen wir mal an. Hoffentlich klappt es im richtigen Spiel dann besser als in der Demo. Und go. So, nach da unten irgendwie. Aha, bisher läuft es ganz gut. Ich habe da so eine Schneise gehabt. Aha. Ah, das ist hier. Komm, auf. Jawolski, perfekto. Erster.
Sehr schön. Hat gleich gut funktioniert. Die anderen Deppen sind noch beschäftigt. Ach, Schalke hat es geschafft. Monty Maulwurf auch ein Peach. Naja. Hat sich ein bisschen verirrt. Hat gewonnen. Yay. Sehr schön. Erstes Minispiel. Erster Platz. So lobe ich mir das doch. So. Ich bekomme Münzen. Sehr gut. Okay, und ich bin ja auch dran. Sehr nett. Du kannst den Stick nach links und rechts neigen, um den Würfel zu wechseln. Ja, das habe ich schon gemerkt. Danke sehr. Ah, spiele ich auf Risiko? Soll ich mal? Ja, komm, machen wir das doch mal. Oh, oh, oh je. Jawolski, 5. Hat doch gleich funktioniert. Inneres der Ruine. Oder alternativ, für 3 Münzen lässt sich der Wumpen vorbei. Hier gibt's Münzen. Achso, das ist jetzt diese blaue Route. Und das wäre, glaube ich, die rote Route. Ne? Soll ich erst Münzen farmen? Ich habe ja am meisten Münzen. Soll ich erstmal... Okay, ich gehe einfach mal weiter. Doch. Parkour Taxi. Domino-Ruine. Was heißt Parkour Taxi? Wo kann ich mich denn hintaxieren lassen? Okay, machen wir das mal. Wenn du mir 5 Münzen gibst, transportiere ich dich zu einem deiner Kontrahenten. Nee, ich bin ja Erster. Bringt mir nichts. Dann bis zum nächsten Mal. Ui, was ist das? Das sieht doch nach einem... Oh, ich dachte 1 gegen 3 im Minigame, aber nein. Ein Pechfeld. Sehr schön. Hey, wir kommen auf die Pechfeld. Halte das Roulette an. Oh Gott. Der Stern wird versetzt. Du musst 5 Münzen an den letztplatzierten Spieler abgeben. Du verlierst 5 Münzen. Du musst 5 an jeden anderen abgeben. Du musst 10. Was? What the heck? Dann bitte, der Stern wird versetzt. Warte. Habe ich doch gerade gedrückt. Moment. Ich will auf dem letzten drücken, damit es hoffentlich auf dem ersten anhält. Achso. Na toll. Das gefällt mir. Na gut, eine Armenspende. Schade auch. Wenigstens nur 5. An die Olle Peach. Na gut. Gut, diese Runde verlief nicht allzu gut für mich. Ich muss mich auch erstmal ein bisschen zurechtfinden. Okay. Also, merken, das sind Pechfelder. Sie geht auch da lang. Wo kommt gleich mein... Ja, ein Giftpilz. So lobe ich mir das. Gegnerischer Wurf minus... Ach so. Oh, ich dachte, es wäre schlecht. Aber der ist cool. Damit kann sie einen gegnerischen Wurf um 2 abschwächen. Das ist natürlich sehr böse und geil. Natürlich eine 6. Ja, jetzt packt die künstliche Intelligenz mal richtig aus. Das ist jetzt mein Itemladen. Natürlich, der darf auch erstmal richtig schön kaufen. Einkaufen gehen. Aber sieht schön aus alles, muss ich sagen. Das Brett sieht gut aus und auch die einzelnen Events sind schön gestaltet, finde ich. Zum Beispiel eben der geflügelte Wiggler. Ja, sowas. Nur was mich stört, ist, dass ich nicht selbstständig diese Felder von den Gegnern wegdrücken darf, die Textboxen. So ich jetzt gar nicht genau gelesen habe, was es jetzt war. Also das finde ich ein bisschen, naja. Monty ist dran. Aber meine allerersten Eindrücke sind sehr positiv, muss ich ganz ehrlich sagen. Natürlich, er kriegt auch Münzen. Na sowas. Monty hat einen versteckten Block gefunden. Achso, wenn er jetzt diesen Bereich trifft, kriegt er Münzen, wenn nicht, dann nix. Ah, wenige Münzen. Okay, verstehe. Alles Klärchen, Wunderbärchen. Ich bin froh, dass ich 15 Runden eingestellt habe. Ja, ein 1 gegen 3. Natürlich. Saubere Arbeit, nur nicht herumkrebsen. Jetzt gibt's auf die Lichter. Klingt alles schlimm. Jetzt gibt's auf die Lichter. Aufgabe zu beleuchteten Kugel schlagen. Auf beleuchtete Kugel schlagen. Ich bewege mich mit und schlagen. Ach so. Hä? Das ist ja leicht. Einfach immer auf die leuchtet. So schnell wie es halt irgendwie geht.
und ich muss einfach nur schneller sein als die. Ach so. Es gewinnt, wer zuerst 20 Punkte hat. Alles Klärchen, Wunderbärchen, das machen wir. Also ich bin da recht zuversichtlich. Start. So, und so, und so. Konzentrationes. So, hier. Gut, dass das Ding nicht so groß ist. Aber das geht voll gleich. Traue mich nicht, zu den Gegnern zu gucken. Aber ich glaube, die sind wohl kaum schneller als ich. Nee, sind sie nicht. Aber es ist relativ knapp. Ich muss mich ranhalten. Also, was halt knapp, aber, ne? Ihr wisst, was ich meine. Die sind nicht so lame. Ende. Wobei, doch, eigentlich schon. Ich habe die ganze Zeit nicht zu den Gegnern geguckt, weil ich dachte, komm, mach's lieber deins. Dann gib's dir Mühe. Und ich habe gewonnen. Sehr schön. Nicer Dicer. Gut, das war jetzt nicht allzu schwer. Und somit konnte ich wieder mich auf den zweiten Platz katapultieren, immerhin. Also wenn das so leicht bleibt, dann überlege ich mir vielleicht, die Schwierigkeit umzustellen, falls das mitten im Game geht. Wenn nicht, dann halt nicht, dann haben wir halt eine erste leichte Runde gespielt. Ist ja, glaube ich, auch kein Weltuntergang. U-Würfel, normale Würfel. Nehme ich meinen. Ich habe 16, Shy Guy zum Beispiel 23. Ah, dann will ich doch lieber eher auf Sicherheit spielen. Dann doch lieber den normalen Würfel. Und Bams. Ah, eine 3. Bringt mich aber auf ein blaues immerhin. Gibt wieder 3 Münzen. Sehr schön. Peach ist am Zug. So, sie setzt gleich mein Item ein und zufällig wählt sie aus. Wen wird's treffen? Ah, Monty Maulwurf. Sehr schön. Das trifft sich ganz gut, wobei hätte auch noch besser für mich ausgehen können, aber gut. Sie kichert einfach so diabolisch. Ich sag ja, die ist echt nicht auf den Mund gefallen und auf den Kopf auch nicht. Aber wobei, das wird sich zeigen. Schade. Schallgeil wird echt gepusht gerade. Dem ist bisher noch nichts passiert, wirklich. Dominofalle aktiviert. Oh. Das sieht nicht so gesund aus. Ach du gute Güte. Ja, genau. Aber wir konnten uns Sicherheit bringen. Okay, ach so. Ich dachte, wir werden jetzt getroffen und verlieren dadurch 10 Münzen oder so. Aber nein. Wir mussten nur zurück und uns in Sicherheit bringen. Geht ja gerade noch. Alles Klärchen. Mhm. So, eine 2 und eine 5 hat er. Ja, genau, nochmal Item laden. Ich glaube auch. Aber so ein Item würde mir auch gut stehen. Da werde ich mich demnächst auch mal bemühen. Achso, ich bin ja schon hinten dran. Er nimmt seinen Würfel. Mal sehen, na, eine Münze immerhin. Ah, aber dafür darf er jetzt gar nicht weitergehen. Okay. Auch das gibt's. Und schon wieder ein Minispiel. Ein Vierspieler diesmal wieder. Ah, heißt das, da gibt es besonders viele? Wir gewonnen, so zerronnen. Aufgabe, die meisten Münzen einheimsen. Wenn du die Explosion ins Bonbons auslöst, verlierst du alle Münzen. Ach du Schande, springen im Sprung stampfen. Ach so. Ah, ich verstehe. Mist, Bams. Okay, da kann ich doch kurz trainieren, noch einmal so. Okay. Also das steigt immer an. Okay. Verstehe. Mist, wieder ein Foto gemacht. Mist. Okay. Das ist in der Tat tricky. Ich hoffe, ich krieg's hin. Du gute Güte. Okay. Da bist du jetzt Daumen und Fuß zu hindrücken. Ja, wow. Aha, immerhin 3. 2 immerhin. Ja, oh, das war knapp. Nee. In der Übung war ich deutlich besser. Scheiße. Aber ich, wow. Die anderen waren doch scheißiger als ich. Nur, Monty hat dummerweise genauso viele wie ich. Heißt jetzt eigentlich, wir müssen würfeln, oder? Ach nein, Quatsch. Wir sind halt beide. Okay, verstehe. Wir sind beide auf demselben Platz, das geht jetzt auch.
Uhu ist am Zug. Jetzt will ich mir doch mal das Spielbrett endlich angucken. So. Blaues Feld. Ich würde gerne zu einem Verbündeten werden. Ein Charakter wird herbeigerufen, um sich mit dir zu verbünden. Das wäre schön. Eigentlich, ich könnte jede Hilfe brauchen. So, wir haben hier dummerweise gerade da den nächsten Itemladen. Er ist auf der 5 oder auf der 7. Würfel ich doch einfach eine 7. Nein. Ein Item hätte ich gerne oder einen Verbündeten. Also 4 oder 5. Ja, 4 oder 5. Da wäre natürlich, wenn ich so Verbündetenfeld möchte, wäre natürlich... Ich habe so dumm gelacht. Natürlich, mit meinem Buhu-Würfel könnte ich sogar eine 7 würfeln. Dann nehme ich den. Ich würde 2 Münzen verlieren, könnte ich mir aber auch erlauben, weil ich recht viele habe. Nein, ach Quatsch. Ich weiß nicht, ich will immer mit dem rechten Knopf, weil das für mich halt, ne, A ist, möchte ich dann immer würfeln. Ganz schlimm. Machen wir das? Das machen wir. Ihr Lieben. Ich lebe gefährlich. Oh boy. Ja, wow. All meine Pläne wurden zu Staub zermahlen. Sehr schön. Na gut. Shy Guy ist dran. Auch er entscheidet sich für den normalen Würfel. Eine 3. Okay. Kommt er auf ein Blaues. Hat er nicht zu viel gewonnen. Zum Glück. So, jetzt ist Monty dran. Der gepushte. Mal sehen, was der macht. Ja, würfelt eine 9 mit dem Würfel wahrscheinlich. Oh, eine 4 nur. Was heißt nur? Ja, natürlich. Als ob der Hilfe bräuchte. Der hat schon das System auf seiner Seite. Ja, Goomba. Okay, was macht der? Bin ich mal gespannt. Wird aus seiner Fruchtblase befreit. So, und jetzt? Ich kann dir einen Ort zeigen, an dem du nicht ständig auf andere Rücksicht nehmen musst. Du bist jetzt mit Goomba verbündet. Mit diesem Würfel nichts anbrennen. Okay. Das nervt mich, dass das alles so schnell weg ist. Ich muss immer mich total beeilen zu lesen. Ein 1 gegen 3 Minispiel. Nur nicht herumkrebsen klingt irgendwie doof. Bombminton. Oje. Ich bin Bombminton. Aufgabe Bomben gegnerische Hälfte schlagen. Okay. Hätte ich mir fast gedacht. So? Ach du Schande. Okay. Aber das könnte tatsächlich spaßig werden. Ein bisschen in die Luft schlagen. Damit die schön cremig wird, die Luft. So. So weit, so gut. In der Theorie habe ich es, glaube ich, begriffen. Gut. Schauen wir mal, wie es wird. Diesmal bin ich ja nicht alleine, sondern habe Verbündete, wenn auch höchstwahrscheinlich nicht allzu kompetente. Oh, Hilfe. Mist. Wir stellen uns mega dämlich an. Ich gönne Monty definitiv keinen Sieg hier. Definitiv nicht. Mist, war zu spät. Ja. Das ist peinlich gerade. Wie ich die Luftcreme schlage wieder. Ah, Mann. Ich traue mich gar nicht zu gucken. Aber ich glaube, wir sind... Wow. Ah, wir haben immerhin 7 gehabt, aber war besser. Mist. Shit. Würde ich doch mal sagen. Das Spiel war cool, aber unsere Umsetzung alles andere als gut. So. Und damit wurde er mal wieder gepusht. Wie gesagt, es ist kein Geheimnis, wer hier des Systems Liebling ist. Ich nicht. So. So, warte mal. Weiterhin, ich bin ja nicht weitergekommen, somit hat sich ja für mich nichts verändert. Auf der 5 hätte ich einen Itemladen, auf der 7 genauso und auf der 4 halt das Verbündetenfeld. Ist die Frage, was ich machen möchte. Will ich eher einen Verbündeten? Ich glaube, das würde mir ganz gut stehen. Kriege ich halt mit dem nicht, höchstens halt mit meinem normalen Würfelchen. Aber ob ich da auch eine 4 würfel, ist die andere Frage. Ich glaube, es ist fast sicherer, wenn ich den nehme.
einfach, weil ich dann halt ein Item kriegen kann. Mache ich das mal. Außerdem ist halt das Risiko wieder da, aber komm. Wow, eine 7, sehr schön. Das heißt Itemladen für mich. Sehr schön. Okay. Was will ich denn haben? Ich will diesen Superwürfel haben, warte mal. Ich versuche natürlich ihn zu bekommen. Warte, der kommt nach dem Pilz, glaube ich. Mist. Schön ein Foto gemacht und ein Turbopilz. Damit kann ich meinen Wurf um 3 erhöhen. Ist ja auch nicht schlecht. Wenn auch nicht das, was ich haben wollte. Sie nimmt den normalen. Aber ich glaube, Monty nimmt gerne seinen eigenen. Vielleicht ist das sein Erfolgsgeheimnis. Er spielt risikoreich, aber bisher hat es bei ihm funktioniert. Na toll, sie hat wieder einen Domino-Effekt ausgelöst. Na klasse, dankeschön, Peach. Ich glaube, ich sehe schon kommen. Das wird jetzt erstmal die nächsten 50 Runden gefühlt so weitergehen, dass einfach die Comps immer wieder diese Scheißfalle auslösen werden und wir nicht vom Fleck kommen werden. Ich sehe es kommen. Ich muss zusehen, da schnell wegzukommen von dieser Straße. Um wenigstens selber allein voranzukommen. Aber ich glaube, die kommen erstmal nicht so weit. Das wird schön. Ich glaube echt, das wird schön. So, komm Monty. Ja, zeig deine Hex. Führ sie uns vor. Ja, Trommel auf deinem Bauch, genau. Mach Musik für uns. Gott. Ah, Mario Party. Lässt keine geistige Gesundheit intakt. 4-Spieler-Minispiel, wow. Zügiges Durchzählen, bitte nicht. Kletterkonkurrenten. Kenne ich vom Namen her, ich weiß aber gar nicht mehr, was ich hinter der Überschrift für Birk Senkrecht halten. Oh Gott. Ach doch, das kenne ich. Aufgabe ist ganz nach oben klettern, indem ich halte L bzw. R gedrückt und schwinge nach unten. Erst das wieder los. Oh Gott. Ach so. Okay. Gegen Menschen ist es schlimmer als gegen Koms. Aha. Ah, jetzt hätte ich wieder... Okay, loslassen. Ich muss diesen Rhythmus lernen. Ich bin genauso wie Peach irgendwie. Irgendwie synchronisiert Peach mich so ein bisschen. Okay. Gut. Starten wir einfach mal. Ich hoffe, es wird gut. So. 2, 1. Drück und. Und drück und. Hä? Okay. Ah. So. Okay. Irgendwie habe ich einen Trick rausgefunden. Ah. Ah. Komm, 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 komm. Bitte, bitte, komm, 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 komm. Bitte, bitte, bitte. Spiel, 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 spiel. Los. Alle Daumen und Fuß ziehen, bitte für mich drücken. Nicht für Monty. Jawohl, ja, perfekt. Ach du Schande. Ich sehe schon, nach diesem Spiel hier, nach diesem Projekt, habe ich echt Bizeps und Trizeps wie der Bodybuilder von der Welt irgendwie gefühlt. Okay, lief doch gar nicht so schlecht. So. Auch noch Sport hier, furchtbar. Cool. Und damit habe ich mich ganz 2 Zentimeter hinter Monty katapultiert. Buß am Zug. Du darfst das erhaltene Item sofort einsetzen. Das ist sehr schön. Wollen wir das denn? Ja, wir kennen ja unsere Möglichkeiten mittlerweile auswendig. Warum probierst du es nicht gleich aus? Nein, hör auf, mich dazu zu drängen, mein Item einzusetzen. Und womöglich zu verschwenden. Okay, weiterhin 5, 7 und was war's noch? Und 4, gell? Waren unsere Zahlen. 4, 5 und 7. Ich hätte gern so einen Verbündeten eigentlich gern. Ich glaube, der könnte praktisch sein. Machen wir das doch mal. Oder versuchen es zumindest. Na toll. 1 zu viel. Aber so kommen wir wenigstens nochmal in ein Item. Laden ja nicht auf dem Itemfeld zum Stehen. Ja, sehr schön. Jetzt habe ich meinen Wunschkonzertwürfel. Lege deinen Wurf 1 bis 6 einfach fest. Mit diesem fantastischen Item kannst du dir das Feld aussuchen, auf dem du landen möchtest. Das ist natürlich sehr schön. Peach ist dran. So. Ist langweilig.
irgendwie alle außer Monty nehmen immer nur ihren, nur den normalen Würfel und nicht ihren eigenen. So, Shy Guy ist dran. So, er kriegt 3 Münzen. So, jetzt kommt wieder Monty. Jetzt bin ich aber gespannt. Er nimmt natürlich seinen eigenen, oder? Ja, natürlich. Und bekommt 2 Münzen. Achso, und Goomba darf auch nochmal viel würfeln. Das ist ja hier eine Schweinerei. Weil er kriegt noch einen, oder wie? Hä? Als ob man noch einen bekommen kann. Ich glaube auch, ja, bei Luigi noch. Ich glaube echt auch. Na, dafür ist er nicht in Smash dabei. Ist mein einziger Trost. So großen wie ich ist niemand, das wirst du schon noch sehen. Du bist jetzt mit Waluigi noch verbündet, du Betrüger. Okay. Ja. 4 Spieler-Minispiel. Bonbon-Glas-Ballons. Matroschka-Mische. Das habe ich tatsächlich auch schon gesehen. Ja. Und es sieht sehr schön aus, muss man sagen. Matroschka mit den meisten Puppen im Inneren finden. Versuche nicht zu zwinkern, wenn die Puppen vertauscht werden. Oh Gott, nein. Sowas ähnliches kennen wir schon. Aus dem Real Life, wie auch aus Nintendo Party Spielen. Mit den meisten Puppen finden. Warte mal, jetzt mache ich mal eine Runde mit. Jetzt habe ich die ganze Zeit gelesen und gelabert. Kennt man? Ja, wow. Ich hätte jetzt die genommen, in der gar keine drin ist. Ich habe ja auch nicht hingeguckt. So, eine Runde möchte ich gerne mitmachen. Zeig mal her. Okay, hier. Da, die hier zum Beispiel, die könnte ich nehmen. Die ist jetzt hier, jetzt hier, jetzt hier, da, da, da und jetzt hier. Oh Gott, ja, ist klar. Ja, es wird schön. Ich glaube, das können wir abschminken uns. Nee, das wird definitiv nichts. Wenn es auch sehr reizend aussieht, es ist satanisch auf jeden Fall. Die könnte ich nehmen. Nochmal. Nochmal rein. Ich sollte mir, glaube ich, auch 2 merken. Wäre, glaube ich, auch gar nicht so verkehrt. Hm? Hier? 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 Nee. Als es ganz, ganz schnell wurde, da habe ich aufgegeben. Was nimmt Monty? Monty nimmt das. Da nehme ich auch... Geht nicht mehr. Schön. Ich wollte... Ich dachte, es könnten mehrere... Wow. Wow. Ja. Danke. Für nix. Wow, Monty ist sogar nur 2. geworden. Überraschung. Ich war eigentlich sehr sicher, dass Monty definitiv gewinnen wird. Ja. Peach gewinnt. Na gut, die ist uns bisher noch nicht so gefährlich geworden. Die darf auch ruhig mal Glück haben. Ist ja die Letzte. Die ist echt das Letzte, die Peach. Und bleibt's auch erstmal. Ich bin nur 3. leider bisher. Hoffentlich können wir daran in sehr naher Zukunft etwas verändern. Das war der erste Part von Super Mario Party. Ich hoffe, es hat euch bisher gefallen. Ich bin mega hyped und freue mich auf jeden Fall schon drauf, den Monty-Betrug weiterzuspielen. Im nächsten Part geht es dann nahtlos weiter. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, macht eine schöne Party und bis zum nächsten Video. Tschüss!